Ihnen die Teilnehmer vorstellen und beginne, wo beginne ich? Ich beginne zu meiner Linken mit Herrn Otto Konrad. Herr Konrad leitet den Lehrstuhl für Deutsche. Bitte um Entschuldigung, der Husten wird noch ein paar Mal kommen, ich konnte nicht rechtzeitig loswerden. Leitet den Lehrstuhl für deutsche und österreichische Studien an der Karls-Universität in Prag und vertritt auch jetzt im Sommersemester die Professur für Bohemistik und Westslawistik in Regensburg. Und Sie werden sehen, dass fast alle unsere Podiumsteilnehmer, also international aufgestellt sind. Neben mir Krzysztof Rudniewicz aus Wrocław, Breslau. Er leitet dort das Willy-Brandt-Zentrum für Deutschland- und Europastudien und ist Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte an diesem Zentrum. Krzysztof Rudniewicz, kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, ist einer der wichtigsten Mittler zwischen der polnischen und der deutschen Geschichtswissenschaft, insbesondere in der Zeitgeschichte. Meiner Linken, Jekaterina Machotina, die hier im Institut gut bekannt ist, weil sie auch 2013-14 ein Jahr hier gearbeitet hat im Kontext der deutsch-russischen Historikerkommission. Jekaterina Machotina ist eine gebürtige Petersburgerin und sie hat dort und an verschiedenen deutschen Universitäten, vor allen Dingen in München, osteuropäische Geschichte und Bohemistik studiert. Sie, von ihr liegen viele Studien zur russischen Erinnerungskultur, zu Stalinismus und Krieg vor. Aktuell ist sie heute Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschichte Osteuropas der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Damit ist Jekaterina Machotina auch eine der wenigen Litauen-Expertinnen in Deutschland. Dann komme ich zu Herrn Professor Anton Pelinka, der aktuell Professor of Nationalism Studies and Political Science an der Central European University in Budapest ist. Das ist eine Universität, die von der Soros Foundation finanziert wird und unter massivem Beschuss der Regierung Orban steht. Ich habe mit Herrn Pelinka darüber gesprochen. Es gab vor kurzem eine Veröffentlichung in einem ungarischen Magazin mit einer Liste von sogenannten Soros-Söldnern, und zu diesen Soros-Söldnern darf sich auch Herr Pelinka zählen. Da wurden also Namen von Wissenschaftlern und auch von kritischen Journalisten aufgelistet, so eine schwarze Liste, die man in die Öffentlichkeit bringt. Das sind Formen politischer Auseinandersetzung, wie man sie in der Zeitgeschichte kennt, vor allen Dingen aus früheren Epochen, die man für vergangen gehofft hat. Herr Professor Pelinka ist an der Central European University, für die im Übrigen die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde vor kurzem einen Unterstützungsbrief geschrieben hat, den auch einige hier im Institut unterstützen. Eigentlich im Anschluss an eine sehr lange und äußerst produktive Karriere in Österreich. Er war von 1975 bis 2006 ordentlicher Uni-Professor in Innsbruck. Wir haben diese Erscheinung der Zwischenkriegszeit, dass ein großer Teil, die Mehrheit der Staaten, die also vor 100 Jahren als Demokratien gestartet sind, gescheitert sind und rechtsorientierte Diktaturen, meistens eher autoritären Zuschnitts, dann die Folge sind. Kann man, das ist meine erste Frage, angesichts der Tendenzen, die man heute beobachten kann, sagen, dass uns diese Zwischenkriegszeit wieder näher kommt und dass sie uns vielleicht geradezu auf den Leib rückt? Ich würde die Frage zuerst gerne an Sie, Herr Professor Pelinka, stellen. Die Antwort ist vermutlich nicht überraschend ja und nein. Die Zwischenkriegszeit rückt uns politisch näher, vielleicht am stärksten sichtbar in Ungarn, aber auch in Polen. Hier gibt es Tendenzen einer apologetischen Sicht der dort
autochton entwickelten autoritären Systeme, die mit den Namen Horthy und Pilsudski verquickt sind. Das heißt, es gibt solche Tendenzen im ganzen Raum, Ost-Mitteleuropa, ich nenne das einfach so einmal. Aber ich würde sagen, es gibt Tendenzen, aber ich gehe davon aus, die Geschichte wird sich nicht wiederholen, jedenfalls nicht spiegelbildlich 1:1, weil die Rahmenbedingungen zwischen 1918 und 1938, 1939 doch ganz andere waren. 1938, 1939 war der Raum sehr stark bestimmt von den expansiven Tendenzen sowohl des faschistischen Italien als auch des nationalsozialistischen Deutschlands und im Hintergrund der stalinistischen Sowjetunion. Das heißt, alles das gibt es heute nicht. Es gibt überdies ein, wenn auch durch einen amerikanischen Präsidenten erheblich gestörtes Netzwerk an kosmopolitischer Integration, wirtschaftlicher Art, kultureller Art, militärischer Art. Alles das hat es in der Zwischenkriegszeit nicht gegeben. Das heißt, ich leite daraus ab, es gibt gute Gründe, uns zu fragen, warum es etwas gibt, ich würde das nennen Nationalismus, Tendenzen zur autoritären Rechtfertigung bestimmter vergangener negativer Erfahrungen. Aber ich gehe davon aus, die Rahmenbedingungen sind andere. Das ist natürlich keine Garantie, dass es nicht doch zu erheblichen, nicht nur Störungen, wie wir etwa im Lob von illiberalen Demokratien erkennen können, kommt. Aber dass die Demokratien als Minimaldemokratien trotz vorhandener Defizite in absehbarer Zukunft weiter bestehen werden. Sie merken also, ich bin vorsichtiger, aber realistischer, hoffe ich, Optimist. Herr Gnewitsch-Pohl ist angesprochen worden, das Stichwort illiberale Demokratie ist gefallen, rückt Ihnen in Polen die Zwischenkriegszeit auf den Leib? Also, es ist nicht einfach, auf diese Frage zu antworten, weil es ist schon von den sogenannten Rahmenbedingungen gesprochen worden. Und wenn wir die Jahre 2018 und 2018 vergleichen, dann haben wir mit zwei unterschiedlichen Daten zu tun. Also für Polen war 1918 ein ganz wichtiges Datum. Das war nicht nur das Ende des Ersten Weltkrieges, sondern Polen ist wiederhergestellt worden nach über 120 Jahren und der Prozess des Baus des neuen Staates begann. 2018 haben wir mit einem solchen Prozess nicht zu tun. Also das heißt, was wir beobachten, ist, dass seit zwei, drei Jahren doch vielleicht bestimmte Merkmale uns an diese Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erinnern, in der Art und Weise, wie jetzt die Regierungspartei ihre Macht ausübt. Aber ob das dieselben Zeiten sind, glaube ich, das wäre dann zu einfach zu sagen. Also das heißt, es gibt sicherlich so bestimmte Anzeichen, es gibt bestimmte Helden, es gibt bestimmte auch Diskussionen, aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und auch wenn wir die Begriffe benutzen wie Demokratie, würde ich auch ganz gerne wissen, was man im Jahr 1918 unter Demokratie verstanden hat, wie man Demokratie auch praktizieren wollte und was man unter Demokratie heute versteht. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel die Äußerungen der Regierungspartei in Polen berücksichtige, dann meint auch diese Partei eine Art der Demokratie, das heißt Wiederherstellung der Zustände, die angeblich die Vorgängerregierung nicht durchgesetzt haben. Das heißt, Polen wird demokratischer als bisher und so weiter und so fort. Also das heißt, wir haben in diesen Äußerungen auch sehr oft Versuche, immer wieder jetzt an unterschiedliche Demokratieerfahrungen anzuknüpfen.
Aber hier spielt in diesem Zusammenhang der, die Zwischenkriegszeit keine Rolle. Also das heißt, es wird nicht jetzt die Zwischenkriegszeit als, als Vorbild genommen, um jetzt entsprechend die Demokratie in Polen zu verändern. In dem Sinne. Also insofern würde ich das ein bisschen vorsichtiger. Selbstverständlich, wir neigen, und auch die Journalisten neigen auch dazu, diese zu schnelle Schlüsse zu ziehen. Vieles erinnert uns an das oder jenes, sind hier auch Personen genannt worden, wie Roger Piłsudski. Ich weiß es nicht, ob der jetzige Parteivorsitzende Kaczyński mit Piłsudski zu vergleichen wäre. Also da hätte ich große Probleme, obwohl selbstverständlich der Kaczyński selbst immer wieder an Piłsudski erinnert, beziehungsweise ihn mehr oder weniger als einen wichtigen Helden hinstellt und so weiter und so fort. Also deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger in diesen Urteilen. Fakt ist, dass, weil wir gerade jetzt diesen 100. Jahrestag der Wiederherstellung, unter anderem der Wiederherstellung Polens auch feiern, dass auch diese Zeit uns näher gerückt ist und dass wir dann auch versuchen, immer wieder zu schauen, jetzt, was jetzt zu den Problemen der Zwischenkriegszeit beigetragen hat. Ja, ich muss zugeben, bei unseren Diskussionen in der Vorbereitung des Podiums war das auch eine Einsicht, die wir nicht sofort hatten, dass es um Staatsgründungsprozesse auch ging. Also man denkt vom Deutschen Reich, da gab es eine staatliche Kontinuität und die Verfassung hat sich verändert. Und das ist natürlich eine ganz andersartige Voraussetzung, die jetzt im Grunde fast alle anderen Länder betrifft. Wie schaut es in der Nachbarschaft Polens aus? Rückt in Litauen, dass wir, ja, von dem wir ja das Image haben, wie von allen baltischen Ländern, die jungen, aufstrebenden, modernen Länder, ganz genau schaut man auf die politische Zusammensetzung der Regierungen manchmal nicht hin, habe ich das Gefühl, nicht auf alle erinnerungskulturellen Formen, die wir dann in der zweiten Runde intensiver behandeln wollen, schaut man ganz genau hin. Aber wie schaut es aus? Also gibt es da ähnliche Tendenzen wie in den Nachbarländern Polen? Ja, also was in Litauen in der Tat etwas näher rückt, ist eine nationalistische Sichtweise auf die Geschichte. So eine Art narrative Rahmung oder Rahmung des Narrativs. In der Zwischenkriegszeit in Litauen ist eben die nationale Kultur entstanden und dann damals Smetana. Und das wird tatsächlich als nationaler Neuanfang erinnert. Und diese nationale oder nationalistische Rahmung, die heute Gültigkeit hat, man spricht von einem Interbellum-Ansatz in der Historiografie, das heißt, das Narrativ, was in der Zwischenkriegszeit entwickelt wurde, ist genauso in den 90ern wieder aufgelegt worden. Was wiederum meint, bestimmte Logiken des Narrativs, bestimmte Prinzipien, wie das Narrativ strukturiert ist, geordnet ist, welche Elemente es enthält. Und das ist zuerst und vor allem das Element der belagerten Festung, also Litauen, umgeben von ewigen historischen Feinden. Das sind drei: Polen an erster Stelle eigentlich, dann Russen und dann Deutsche. Der Prinzip der Lituanisierung Litauens, was meint, dass alles Fremde aus der litauischen Geschichte ausgegrenzt werden soll, was auch dazu führt, dass es definiert wird, was gehört zur litauischen Geschichte und was nicht. Und die Entscheidung, ob es gehört oder nicht, wird nach nationalen Kriterien getroffen. Und das dritte Element, was auch sinnstiftend ist, ist ein selektiver Zugriff auf litauische Geschichte. Das heißt, nur das wird in die tausendjährige Erzählung integriert, was mit Elementen des nationalen Stolzes zu tun hat. Was wiederum meint, dass die unbequemen Fragen an sich selbst ausgeschlossen werden. Also der positive Bezug zur Zwischenkriegszeit sehen wir eben in diesem nationalistischen Narrativ, was eine Wiederauflage gefunden hat.
wir sehen jetzt schon, glaube ich, wie die verschiedenen Zeitschichten da ineinander gehen. Ich gehe aber jetzt nochmal in die unmittelbare Gegenwart zurück, denn wenn man nach Tschechien schaut, dann hat man eigentlich bei der Fragestellung, die wir jetzt haben, rückt uns die Zwischenkriegszeit näher, ein paradoxes Bild. Also noch 1938 nannte Thomas Mann in einer wütenden Polemik gegen das Münchner Abkommen die Tschechoslowakische Republik die demokratische Festung im Osten. Und das war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, also in Zentral- und Osteuropa, die einzige Demokratie. Inzwischen aktuell erleben wir auch diverse Krisenerscheinungen, Auftreten rechtspopulistischer Gruppierungen etc. Ich bin kein Experte, will auch nicht in die Tiefe gehen, aber wir erleben die Krisenerscheinungen, die die Tschechoslowakische Republik der Zwischenkriegszeit scheinbar mit Bravour gemeistert hat. Ist das jetzt ein Spiegelbild, ein Gegenbild oder wie würden Sie das einordnen, Herr Konrad? Ja, also als Spiegelbild würde ich das nicht bezeichnen, weil natürlich auch die erste Tschechoslowakische Republik also nicht so problemlos war, was die Demokratie und so weiter und so fort betrifft. Also spiegelt das nicht, aber ich meine, ja natürlich, also ist dieses Verhältnis zur ersten Tschechoslowakischen Republik in der heutigen, Tschechischen Republik nicht so, also nicht, also das Verhältnis ist nicht so einfach, würde ich sagen. Also das ist nicht, es gab zwar, also nach 89, in den 90er Jahren, wirklich eine, so was wie eine Revival-Welle, also die ganz große Erinnerungen an die erste Tschechoslowakische Republik, Tschechoslowakei als ein Vorbild, aber inzwischen würde ich sagen, ist diese Erinnerung eher es geht ja um ein entleertes Symbol, also mit welchem sich fast jeder identifizieren konnte. Und daher würde ich sagen, paradoxerweise konnten sich mit der ersten Tschechoslowakischen Republik auch einige dieser rechtspopulistischen Gruppierungen identifizieren, oder mindestens die konnten sich auch die berufen sich auf die erste Tschechoslowakische Republik, etwa in dem Sinne, also wir wollten auch eine echte Demokratie machen, ja, also das heißt, also das war eine Diskussion jetzt über dem Referendum über die Volksabstimmung in der Tschechischen Republik, und dann haben wirklich diese Parteien, die man als rechtspopulistisch bezeichnen kann, die haben auch diese Argumente aus der ersten Tschechoslowakischen Republik benutzt, in dem Sinne, ja, das ist eine echte Demokratie, ähnlich wie in den Zeiten von Masaryk. Also würde ich sagen, es geht hier um einen entleerten Symbol. Natürlich, jetzt haben wir ein Jubiläumsjahr, also dann gibt es überall also Masaryk und erste Tschechoslowakische Republik und verschiedene Ausstellungen und so weiter und so fort. Man plant große Feierlichkeiten für Oktober 2018, aber immerhin meine ich, dass das Interesse, also es geht wirklich nur diese Oberflächlichkeiten, also keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Problematik. Natürlich gab es in der ersten Tschechoslowakischen Republik diese enge Verbindung zwischen der Nation und Demokratie. Also wir forschen, die Tschechen sind eine demokratische Nation, fast von Natur her und so weiter und so fort. Und das spielte auch eine Rolle. Aber das hat sich meiner Meinung nach nach 1938 bei dem Münchner Abkommen, also in einer Krise gezeigt, dass diese enge Verflechtung zwischen Nation und Demokratie in einer Krise, es zeigte sich, dass diese Nation offensichtlich also eine stärkere Rolle spielte. Und da meine ich auch jetzt, also für die heutige Tschechische Republik, gibt es auch eine Krise. Die Ursachen sind ja schwer greifbar, aber offensichtlich gibt es überall eine Krise oder die Wahrnehmung der Krise, eine Krisenstimmung. Das ist meine die Kontinuität. Aber diese Verknüpfung zwischen Nation und Demokratie und eine Krise bleibt offensichtlich auch diese Verknüpfung, diese Verflechtung nur, oder meistens auch nur diese nationale
dieser nationalen Kategorie. Also, ja, Krisensymptome, Krisendiagnosen, Krisenempfinden. Thomas, wie siehst du das für Deutschland? Es gibt die Rhetorik natürlich, den Bezug auf die drohende Gefahr einer neuen nationalsozialistischen Diktatur. Es gibt Beunruhigung. Es gibt Leute, die sehen das ein bisschen anders. Wo verortest du dich? Ja, also zunächst mal, ich möchte mal ganz kurz sich klar machen, es gibt schon Unterschiede zwischen der deutschen Situation und der osteuropäischen. In Deutschland wird das ganze Thema auch in den Medien vor allem als Demokratieproblem, weniger als Nationalitätenproblem dargestellt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und in dieser Demokratieperzeption gibt es eben auch diese These, dass das jetzt eben sozusagen dieses auf uns auf den Leib rückt. Also ich selber, meines Erachtens muss man für Deutschland diese Frage klar verneinen. Natürlich gibt es Symptome im gegenwärtigen politischen Leben, die sozusagen auf den ersten Blick auch an die deutsche Zwischenkriegszeit erinnern, also die erstarkte politische Rechte in Form der rechtspopulistischen AfD oder zum Beispiel auch die Probleme jetzt der Regierungsbildung, die wir hatten, der langen. Aber insgesamt muss man doch sagen, ist das heutige Deutschland weit entfernt von den Verhältnissen der Weimarer Republik, und es ist auch ein weitgehender Konsens von Historikerinnen und Historikern nach meinem Eindruck. Also wenn in den Medien Historikerinnen und Historiker um Rat gefragt werden, werden meistens diese Unterschiede vor allem betont. Das ist eine ganz klare Tendenz. Die sozialen, politischen Kontexte, Entwicklungen waren doch sehr unterschiedlich. Also das noch an diesen Beispielen zu konkretisieren, bei aller Problematik und auch einzelnen sehr radikalen Stimmen dieser neu erstarkten politischen Rechten der Bundesrepublik sind die doch insgesamt von den Positionen und auch Verhaltensweisen der extremen Rechten der Weimarer Zeit deutlich entfernt. Also hier eine schnelle Gleichsetzung zu machen, würde den Charakter auch der extremen Rechten der Weimarer Zeit völlig verkennen. Anderer Unterschied: es gibt nicht in dem Maße auch eine extreme Linke, die den Staat bedroht. Das ist die starke kommunistische Partei. Und bei der Ebene der Regierungskrisen kann man sagen, es war doch alles relativ ruhig in der Bundesrepublik, diese Regierungskrise. Denn in Weimar ist sowas dann sehr schnell zur Staatskrise geworden. Da war man wirklich dann auswegslos, und es wurden radikale Systeme sozusagen in Frage stellende Positionen bezogen. Das ist jetzt ziemlich anders. Also die Bundesrepublik ist in vielen in solchen Dingen, vor allem auch die politische Führungsschicht der Bundesrepublik, sehr gelassen geworden, nach meinem Eindruck. Und das hängt natürlich schon auch ganz klar mit einer inzwischen fast 70-jährigen, bei allen Problemen auch relativ erfolgreichen Demokratiegeschichte zusammen. In dieser langen bundesdeutschen Demokratiegeschichte ist die Weimarer Republik tatsächlich in die Ferne gerückt. Das schaut in den Medien manchmal anders aus, aber dazu kommen wir vielleicht nachher noch.